Hinter uns, hinter mir, das ist Bayern, wie es leibt und lebt, nämlich Natur und ein bisschen dazwischen auch Siedlung. Wir sind Land und Stadt. Und deswegen ist es nicht ganz einfach für den Bayerischen Rundfunk, die richtige Mischung für das Angebot im Hörfunk zu finden. Die Jugend ist irgendwo im Internet am Suchen und nicht so sehr bei UKW verhaftet, wie das der Rundfunk möchte und auch braucht für seine Gesamtangebotslage. Klassik ist verankert wie nirgends sonst. Wir haben in Bayern unsere Heimat und alle, die der Klassik frönen, sind von daher bestens bedient. Das soll sich ändern, hat der Intendant gesagt. Er möchte gerne, dass alle, die Klassik hören, auf digital wechseln, damit für die Jugend Platz wird in UKW. Die Idee ist gut, keine Frage. Aber es muss auch sichergestellt sein, dass jeder von uns, der wir Klassik lieben, ich gehöre dazu, dass wir auch in der Zukunft eine gute Empfangsbasis haben. Und danach sieht es noch nicht aus. 2016, sagt der Intendant, stimmt alles. Das glauben ihm noch nicht eine große Mehrheit. Ich glaube auch, dass Zweifel noch angebracht sind und dass deswegen es sinnvoll ist, dass der Bayerische Musikrat weiter Unterschriften sammelt. Stimmen sammelt, damit dem Intendanten gesagt wird, wir sind viele, die nicht darauf verzichten wollen, Klassik an der richtigen Stelle zu empfangen, nämlich auf UKW, weil wir noch kein Digitalgerät haben und weil die Sendefrequenzen noch nicht so vergeben sind, dass alle begeistert sein können. Wir sammeln Unterschriften nicht gegen den Rundfunk, sondern um ihm den Rücken zu stärken, die richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt vorzubereiten. Dazu brauchen wir die Ihre auch und ich rechne fest damit. Vielen Dank.